Er ist ein Prüfer, er ist einer, der gerne Kontrolle über alles hat. Beständig, bestimmt und besonders verantwortungsbewusst. Er ist total eine ruhige Person, herzliche Person. Die Familie geht ihm fast über alles, ja, sicher über alles. Er ist halt einfach ein klasse Bursch. Mehr als 3 Jahrzehnte hat Heinz Herunter die Raiffeisen-Ideologie in seiner Arbeit gelebt. Sicherheit, Vertrauen und Erfahrung standen dabei im Mittelpunkt. Wobei nicht eindeutig belegt ist, unter welchen Umständen er genau seine ersten Erfahrungen gesammelt hat. Als ich mich beim Revisionsverband beworben habe, habe ich nur sehr rudimentäre Vorstellungen von diesem Beruf gehabt. Er war, glaube ich, das erste Mal auf Revision, wo er mit mir mit in die Liga ist. Ich glaube, den ersten Außendienst war ich sein Ausbilder, kann man sagen. Ein Revisor sollte nach Möglichkeit eine gewisse fachliche Kenntnis mitbringen. Naja, wie ist das immer bei jungen Kollegen? Die sind zwar sehr gescheit, aber wissen nichts. Der war sehr interessiert, er hat alles hinterfragt. Er soll aber auch ein bisschen ein persönliches Geschick haben, wie es in der Kommunikation funktioniert. Er hat sehr viel dazu gelernt, weil sonst wäre er nicht Verbandsdirektor geworden. Ich hatte nie das Vergnügen, jetzt unter Anführungszeichen, vom Heinz geprüft zu werden. Wenn man nicht geprüft wird von ihm, kann man viel Achtel mit ihm trinken. Wenn man geprüft wird, sollte man ein bisschen aufpassen. Ich würde mich freuen, dass gerne mit mir ein Achtel getrunken wird, obwohl ich Revisor bin. Ich glaube, das ist seine Stärke, dass er ohne Emotionen sehr von innen überzeugt handelt und damit aber auch immer die richtigen Schritte setzt. Für ihn war das nicht nur bloße Arbeit, sondern für ihn war das auch schon irgendwo eine Lebensaufgabe oder Leidenschaft. Man soll das machen, was einem Freude bereitet. Und dann kommt der Erfolg von selber. Man braucht sicher ein Durchhaltevermögen in der Revision. Und insofern wird ihm sein Hobby als Marathonläufer da durchaus entgegenkommen. Umsichtig im Büro, umtriebig in der Freizeit. Schon von Kinderbeinen an ist Heinz Herunter sehr naturverbunden. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Klaus wird Skifahren zu seiner großen Leidenschaft. Später lässt ihn seine Begeisterung für Sport und Kultur weit reisen, immer im Kreise seiner Familie. Sein Ruhepol, der Packer Stausee. Ich freue mich, dass ich jetzt viel Zeit habe. Heinz ist nicht einer, der hergeht und sagt, jetzt gehe ich in Pension und das ist schöne Ruhe, sondern wird aktiv. Hoffentlich hat er jetzt mehr Zeit zum Jagen. Ja, sie waren recht gescheite Buben. Sie waren auch sportlich, gute Skifahrer. Weder ich noch meine liebe Frau wird einen Pensionsschock erleiden. Da haben wir schon vieles vor. Ich glaube nicht, dass er zum Golfspielen oder so sonst was anfangen braucht. Er hat genug zu tun, ja. Unbestritten sind Heinz Herunters Einsatz für die Raiffeisenfamilie und sein fachliches Können. Stärken, die ihn in die Chefetage des Raiffeisenverbandes Steiermark geführt haben. Aber kann man sich in solch einer Position auch Schwächen erlauben? Er kann nicht streiten. Die Frage ist, ob er kann oder will. Der kann also sehr wohl diskutieren und kann seinen Standpunkt vertreten, glaube ich. Das habe ich in mehreren Gesprächen oder Sitzungen mit Genossenschaften gemerkt. Er wird nur nicht emotional. Und was er vielleicht auch nicht kann, ist schnapsen. Denn das mussten die Revisoren alle können. Wenn es nur nach dem gegangen wäre, wäre er nicht Direktor geworden, würde ich sagen. Nach 35 Jahren beim Raiffeisenverband sagt er, wie für ihn üblich, leise Servus. Wohlwissend, dass ein Neuanfang auf ihn wartet. Letztendlich ist es kein Abschluss, sondern es bestehen die Freundschaften weiter. Es wird dann halt Raiffeisen fehlen. Raiffeisen bleibt ihm, weil er gehört auch zu denen, die das Giebelkreuz irgendwo eingebrannt haben. Der Terminstress wird nicht abgehen und er soll es einfach entspannt angehen. Ich würde mir schon wünschen, dass er ab und zu uns in den Verband kommt, auf den einen oder anderen Café. Ich würde ihm empfehlen, schon einen harten Schnitt zu machen, ja.
Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und alles, was man tun kann und tun möchte, soll man tun. Das Ausräumen des Büros ist ein bisschen eine Handlung, die befreiend wirkt. Sozusagen, jetzt lässt man etwas hinter sich und schafft wieder Platz für Neues.